Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's euer Peter Moss und ich habe den Martin dabei, wie ihr links gerade gesehen habt, weil er gejoint Hallo. Ist. Und den Sascha. Ja, ich weiß gar nicht, hat mir nicht eigentlich gesagt, die Dinge reparieren wir nicht mehr? Ja. Was? Die Spikes oben? Ja. Achso. Hm. Warum macht ihr das dann die ganze letzte Folge? Ja, vor allem, wir können ja wenigstens auch die letzten 208 wenigstens noch verballern. Also, dann craften wir halt keine mehr. Aber warum du das getan hast, Martin, keine Ahnung. Ja, du hättest mich ja auch mal währenddessen aufhalten können. Ich bin dabei dreimal gestorben. Ich fand dich aber witzig. Ja. Craften wir einfach jetzt keine mehr und dann hier. Sind es die letzten, die gesetzt werden. Ja, also Leute, ihr seht schon, es ist. Und in wie vielen Wochen revidieren wir das dann, wenn die dann wir immer noch diese Version spielen? Das bleibt jetzt so. Nur ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir machen sollen. Es ist echt schwierig, überhaupt irgendwie jetzt. Ja, noch ein neues Bauprojekt anzufangen oder sonst irgendwas. Das ist so richtig für die Füße, finde ich. Hm. Und ich muss halt auch ehrlich schon gestehen, ich habe ehrlich schon drüber nachgedacht, ob ich jetzt sage, okay, komm, wir machen jetzt einfach mal eine Woche Pause. Und guck mal, wenn die Alpha der 16 natürlich dann kommt, dass wir dann natürlich gleich mit durchstarten. Also, das sind momentan so meine Überlegungen. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare packen, was ihr da so von denkt. Treffer. Hast du schön gemacht, Martin. Für wann ist die Folge jetzt aktuell? Für Montag, richtig? Montag, ja. Ja, aber dann brauchen sie ja nichts mehr in den Kommentare schreiben, dann spielen wir ja schon die halbe 16. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, da müsst ihr ein bisschen optimistisch sein, Mensch. Ach ja, so war das ja. Ja. Oh Mann, ey. Los? Nix, ich bin einfach nur in meine Kreis um dich gelaufen. Das hab ich gesehen. Mann, ey. Der Hammer. Sagt noch nichts mehr. Irgendwas. So, Zombie oder so. Ich hab gedacht, okay, der Zombie, der so hinten an dich rangelaufen ist, hab ich gedacht, okay, komm. Haust du mal drauf, da kommen da noch welche. Du bist ein Assi, ey. Alles nur, weil du es so nicht siehst, weil du nicht ausgeschlafen bist. Genau, ich hab's nicht gesehen, deswegen bin ich ja extra in der letzten Sekunde in den Kreis um dich gelaufen, damit er auf dich schlägt und nicht auf mich. Ja, Leute, so ist es. Wir haben immer noch Sonntag. Was? Nein! Ja, hier mit der Aufnahme gerade. Immer noch vor 12. Das auch stimmt, Montag ist immer noch nicht ausgeschlafen. Das stimmt. Also ich gehe mal davon aus, dass der Martin am Montag um die Uhrzeit schon auf der Arbeit ist. Das befürchte ich leider auch. Ja, immer wieder montags. Kommt die Erinnerung. Außer mir sagt jemand, dass ich einen Feiertag vergessen habe. Aber ich glaube, das passiert nicht. Und wann ist Pfingstmontag? Übernächste Woche erst, ne? Tap-tap-ta. Hier sind ganz viele rote Pflanzen gewachsen. Brauchst du die noch? Ja, bitte. Dann ernten wir mal. Naschen für unterwegs. Ach, ernten. Ich hab gedacht, du haust jetzt mit dem Hammer drauf oder so. Nein, das ist nicht gut. Die brauchen echt voll lange. Was passiert, wenn ich mit dem Hammer drauf hau? Dann gehen sie kaputt. Was denn sonst? Ja. Aber die ist sehr nützlich, glaube ich. Da kann ich eine ernten. Ich sag doch, Sascha, hier fehlt das Bone Meal.
Da ist doch überall Bone Meal drauf. Nein, 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 nein. Sein angebliches Zaubermittel. Was eigentlich einfach nur Dünger ist. Das düngt aber sehr schnell in Minecraft. Ja, ich weiß. Das ist trotzdem Dünger offiziell. Ah. Das ist halt ein Instant-Dünger. Instant-Dünger, ah. Gut, wer kennt die nicht? Hm. Nicht so wie hier, das ist dann... ...nur noch ewig dauert. Niemand tötet hier Gras. Hm. Hat das Gras dir getan? Es wächst. Also die reine Existenz quasi. Ja. Weil es da war. Ich könnte auch manche Menschen nach aufgrund einfach ihre Existenz schlagen, aber man macht's halt nicht, ne? Dann wundert er sich, ne, warum sein Feld nicht wächst. Das ist so krumm, wie er das angebaut hat. Da würde ich auch nicht wachsen wollen. Oh Mann. Also weißt doch, Shep ist in Anet grad. Gibt's ja gar nicht, Mann hier. Bis bald. Oh mein Gott, ich hab die Maggie vergessen. Dann hat er so punktuell ein bisschen was von dem weißen Zeug drauf gekippt. Ich hab das da nicht so rumgeschleudert, also ich hab da schon auf jeden Fall, wo es hinkommt, das weiße Zeug. Da hab ich nur drauf gewartet eben. Das wächst ja auch was draus, wenn es an der richtigen Stelle ist. Ja. Ärgert dich danach unter Umständen mindestens 27 Jahre, wenn es noch studiert, aber ansonsten... Ja, danach ist es tot oder du tot. Oder was? Nein. Danach ist deine Unterhaltspflicht erloschen. Hat sich so angehört. Alter, jetzt weiß ich, was der Martin meint. Das sieht schon brutal aus. Also Sascha, einen grünen Daumen hast du ja nicht. Doch, definitiv. Bist du dir sicher? Ja. Denk nochmal drüber nach. Es ist doch kein Wein, der am Hang angebaut werden muss. Du hast gesagt, ich soll draußen mir einen Platz suchen und es da anbauen. Habe ich getan. Ja, es hätte es ja auch ein bisschen schöner machen. Damit ich mir denn von euch nochmal anhören darf, das hat voll lange gedauert. Das hat Nein. immer viel zu lange gedauert. Ey, die waren noch zwei, Mann, die waren vier. Oh, nein. Der war eins. Also ich hab die anderen noch alle mit 4 geerntet. Aber das Feld sieht echt geil aus. Ah. Sehr schön. Hast du das gerade gegessen? Hast du es gerade gegessen? Ja. Soll ich sagen, ich brauch was zu naschen. Das ist so schön. Schön die Blume im Mund gesteckt und kropp, kropp, kropp. Das sah so aus. Oh Mann, seid ihr albern. Ja, ist doch schön. Mhm. Außerdem, was wundert's dich? Ich mache schon aus Langeweile, robb ich hier schon Gras ab. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Kannst du das Feld mal in Ordnung bringen? Nee. Deine Augen kraus. Das wäre ja mit Arbeit verbunden. Das liegt mir ja fern. So, und wo brauchst du die roten Dinger jetzt? Ach, pack die in irgendeine Kiste. Essenskiste oder so. Baumkiste ist auch nicht schlecht. Also du willst mir sagen, du brauchst die gar nicht mehr, du bist fertig. Nein, ich brauch die noch. Aber ich brauch sie aktuell nicht. Also brauchst du gar nicht, okay. Doch.
Ach, ist so schön. So, davon hätte ich gerne 10. Wie immer 30. Ja. Und von denen auch 30. Was ich auch irgendwie so ein bisschen so ein extrem schade finde, ist, dass es sich überhaupt nicht lohnt, noch anderes Zeug anzupflanzen, ne? So mit den drei Sachen, also mit Kartoffeln, den Golden Rod Flowern und dem Korn wunderbar klarkommst, ne? Ja. Ich finde es echt schade. So von der Vielfalt her. Oh Gott. Aber das Du ist halt leider das Effektivste, was du machen kannst. Was ist los, Martin? Da soll sich jemand zurechtfinden. Beim Bus ist Licht. Ja. Du hast doch Licht am Kopf. Mach halt an. Das halte ich für ein Gerücht. Dass Martin am Kopf ein Licht aufgeht. Du bist doch eine ganz helle Leuchte. Eine Leuchte vielleicht ja, aber so eher unter Armleuchter-Kategorie. Ich wusste noch nicht, dass mein Arm leuchtet. Also, ich stelle fest, du wohnst nicht in der Nähe von einem Atomkraftwerk. Glaube näher als du, aber... Echt? Wollen wir jetzt den Google-Entfernungsmesser-Test machen? Ja, das müssen wir tatsächlich mal gucken, wer näher am Atomkraftwerk wohnt. Also 15 Kilometer, schätze ich. Okay, nee, dann wohnst du definitiv näher dran. Da musst du nur immer auf Google gucken. Bei mir sind es so 30? Müssten das, glaube ich, sein. Ich krieg für dich die Luftlinie raus. Moment, kein Problem. Doch, es ist ein Problem. Doch, kein Problem. So. Achso, das andere Zeug, da könnt ihr auch nochmal da rein. Guck mal hier, 500 Blendfibers gesammelt. Guck dir das an. So. Vor allem, was ich mich auch frage, also irgendwas könnten sie ja auch mit diesen ganzen Maple Seeds, ne, oder mit diesen ganzen Samen irgendwie hier noch, von den Bäumen, weil du ja immer zwei rauskriegst, ne? Irgendwas könnten sie damit Sinnvolles mal noch anstellen. Ja. Ja, Blumentöpfe oder so. Tierfutter meinst du zum Beispiel? Ach, Tiere, das ist eine Idee. Zum Beispiel. Na? Das wäre zum Beispiel ein super Beispiel da dafür. Mhm. Ich kenne zwar kein Tier jetzt unbedingt, was zwangsläufig Baumsamen frisst, aber... Es wäre zumindest ein Anfang. Schweine fressen alles. Ja. Darf dir nur nichts anderes geben. Ich erinnere dich das nächste Mal dran, Martin, wenn Gerb bei uns ist. Wieso hast du dann Schweine eingeladen? Vielleicht. Vielleicht. Also dann weiß ich nicht, ob ich da noch hinkomme, wenn du Schweine einlädst. Warum? Was hast du gegen Schweine? Das ist Diskriminierung von Schweinen, Martin. Das geht so nicht. Nee, aber ich esse die lieber, als mit denen zu essen. Kannst du ja machen währenddessen. Ja. Boah, so, man isst doch keine Gäste auf. Also ich bitte. Warum nicht? Weißt du, so, das Schwein ist gerade so am Futtertrog, ne? Da macht die Knabber so hinten am Bein rum. Komm her, du Sau. Was habe ich vorhin gesagt? 12? Oder was? Du hast 15 gesagt bei dir. Ja, 12,35. Luftlinie. Hm. Ja, da wohnst du definitiv näher dran. Deswegen war es hier nachts immer so hell. Nee, das lag eher daran, dass die Nacht eigentlich schon 7 Uhr morgens war. Achso, okay. Das könnte das Problem sein, ja.
Hast du eigentlich für dieses Wochenende Urlaub genommen, Martin? Also fürs Wochenende brauche ich normalerweise keinen Urlaub. Ja, nee, für den Montag und den Dienstag, dass du auch mit zum Frühshoppen kannst, du Knaller. Montag und Dienstag, nein. Also, der Frühshoppen geht bei uns keine zwei Tage, sondern das ist einfach nur, dass der Martin dann auch mitmachen kann. Das ist halt montags bei uns. Und so zwei Tage einkaufen. Hm. Mal kurz Zigaretten holen, ne? Ja, ja. Oh, da haben wir Bibel. Hab ich jetzt eine ganze Reihe vergessen zu bauen? So, wo ist jetzt der... da? Muss ich ja auch nicht. Sowas, der Martin. So. Da. Bin ich hier tatsächlich 15 Minuten lang rumgeeiert, ohne eine wirkliche Aufgabe. Das ist echt schrecklich. Doch, du könntest dich ja unten im Lager kreativ mit einfügen. Hm? Habe ich das gerade schön gesagt? Was willst denn du jetzt mit Teamarbeit von mir? Das geht nicht. Oh, Entschuldigung, ja, mein Fehler. Ja. Hier ist das kaputt. Ja. Austauschen. Oh Gott, allein schon bei den 25.000 Kisten den ganzen Passwörter einzugeben, ey. Ich habe extra immer ein anderes eingegeben, ja? Deswegen haben wir genau. Ja, Lagerist. Ich hoffe, du hast aber auch eine Excel-Liste geführt. Das, ja, ist genau. Ganz einfach. Ja? Was soll das schon wieder? Mit dem Nagel geballert? Also, wenn ich gehauen hätte, wärst du tot. Also ich weiß nicht. Ich hab den Sascha genagelt. Ah! So schräg von der Seite. Geh weg. Aua, Mann. Schlitz. Schlitz. Passwort ist Standard, ja? Ja, genau. Ich hab Standard eingegeben. Oh, Mann. Hier ist ja noch nirgends sowas drin. Halte ich für ein Gerücht, weil ich darf hier überhaupt keine... Nee, die habe ich noch nicht. Die rechte Seite ist erstmal. Wo ist denn jetzt... Ja, das ist die rechte Seite, Mann! Nein. Doch. Hier ist rechts. Bist du doof oder was? Hast du irgendwas genommen? Wenn du also hier reinkommst... Hier ist rechts. Ist das die linke Seite? Ich stehe hier im Lager, ja? Ich bin hier der Lagerist. Ich sage, wo rechts ist, nicht hier. Okay. Also das. Hier ist rechts. Ah, da, das neue rechts. Okay. oh Gott, wie war das? Ach, deswegen steht ja nichts auf den Schildern drauf, weil da Passwörter in den Kisten sind. Jetzt macht das alles Sinn. Was willst du jetzt von mir? Geh mal raus, bitte. Ja, also für die, die es jetzt vielleicht noch nicht wussten, gerade wenn man hier so ein wunderbares Lager gemacht hat, man kann das einfach markieren und kopieren. Also ja, Steuerung C fürs Kopieren. Nach, wie kann ich alle Kisten auf einmal kopieren und es einmal eingeben? Das geht leider nicht. und dann über Steuerung V einfach einfügen für die Leute, die die Shortcuts nicht kennen. Stelle ich immer wieder fest, die Menschen gibt's auch. Hä? Warum gibt's hier gerade ein Echo? Ja, das frage ich mich auch. Warum gibt's hier ein Echo? Hm? Wieso Echo? Weil man dich immer zweimal gehört hat gerade. Ja, du sprichst in-game. Ja, das liegt daran, weil ich... V, in-game Voice. Hallo! Hallo! Na? Und wenn du halt Steuerung V drückst, dann hört ihr mich doppelt. Na, aber ist es nicht schon einmal schrecklich genug? Müssen wir uns die jetzt doppelt anhören? Ja! Ich will mal raus. Weil du musstest ja überall die Passwörter so setzen. Du hättest doch überall eins reinmachen können, ne? Da oben ist keins gesetzt. Ja. Mann, du hast gesagt, da sind überall gesetzt. Nein. Hey! Ja? Problem gelöst. Oder was? War voll die Kiste. Oh. Steht nichts auf dem Schild, da ist nichts drin.
Der hat einfach mal die Kiste weggekloppt. Aber Martin, du wirst lachen, dieselbe Idee hatte ich auch. Ja, du hast schon Angst in der Hand. Das ist ja auch noch nicht. Hört auf jetzt die Kisten zu zerkloppen und wartet einfach einen Moment. Warum leckt denn das hier so extrem jetzt? Möchte ich es aber wissen. Also in der zweiten von oben ist was drin. Wow. Behauptest du? Alter. Auf der neuen rechten Seite? Also die neue rechte Hand? Warte mal. Sag mal, leckt das bei euch auch gerade so ein bisschen? Gar nicht. Gar nicht. Hör auf, V zu drücken, bitte. Audio. Ja, meinst du, ich drück die ganze Zeit 1, 2, 3, 4, 5 rein, oder was? Ich kann den Haken bei Enable Voice Chat nicht rausmachen. Hallo, Martin. So. Na gut. So. Na, endlich hat er da die Passwörter gesetzt. Auf der anderen Seite, die hintere Reihe fehlt auch noch, Sascha. Die Sammelkisten ja. Da. Na gut, während Sascha hier noch die restlichen Passwörter setzt. Leute, ich bin... Oder... Wir sind am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Packt mir in die Kommentare, wie fandet ihr die Folge. Ich freue mich auf die nächste. Wir sehen und hören uns wieder am Mittwoch. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.